Fehler. Coach von Görges ist Sascha Nenzel. Guter Aufschlag und gut nachgesetzt und ja, und der Servicewinner, Spielgewinn 1-2. Aber wie auch immer, Australian Open hier ihr Lieblingsturnier. Ganz klar, das können Sie überall nachlesen, auch auf Ihrer Website, die sehr liebevoll gemacht ist. Bei den Tennisfreunden. Geht ein bisschen schnell jetzt, das Doppelbreak, vor allen Dingen mit Köpfchen spielte. Und überlegen muss man schon. Unvorstellbar, wie sie immer wieder gefallen, hingefallen und dann wieder aufgestanden ist. Julia Görges. In diesem ersten Satz gegen die an 4 gesetzte Weltranglisten vierte Caroline Wozniacki. Und die ungesetzt in diesem 128er Hauptfeld ist. Und das macht sie so wahnsinnig gefährlich. Serena Williams hat es vorgemacht vor einigen Jahren, als sie fast aus den Top 100. Und das gleiche wird sich auch Justine Henin vornehmen. Und stark ist er, stark. Also aufschlagen. Davon brauchen wir noch 4-5 Ballwechsel und dann in Runde 1 gegen Nali. Ja, so gut. Muss es sein und da ist es. Sehr schön. Nochmal geguckt. Ja, und da ist es. Klasse. Für mich der Ball eher auf der Linie als neben der Linie, um das mal klar zu sagen. Und wenn es schnell wird, dann macht auch.
Eine Break schon hat sie doch. Ah, Mann. Diesmal kommt er erst. Larkin. Larkin, Australierin. Und da ist der Satz weg. Schade. War nochmal spannend. Statistik des ersten Satzes. Ein Vorteil ist Julia Görges mit dem Service. Er hat. Und die spielt beileibe nicht gut. Ah, schöner Punkt. Ja. Also sie macht es leider, weil Nationalspieler, der auch in Dänemark als Profi gespielt hat. Super. Auch die Mutter Profisportlerin, Volleyball-Nationalspielerin für Polen mit einem guten, mit mehreren guten Resultaten. Wir waren das ITF in Favoritin und dann hier doch so einen Platz und bei so vielen Zuschauern und mit dem Fernsehen dabei. Ein Wozniacki. Ohnehin keine Chance. Zweite. Sehr schön. Ja, die kann jeden Schlag, jeden Ball. Sich einen Eurosport-Player anzuschaffen, da können Sie bis zu 7 Plätze Ihrer Wahl aufrufen. 15 verschiedenen Sprachen. Ja, toller Punkt. Ah, warum nicht mehr davon? Nur 2-3 Mal. Witz. Jung. Und sie wird es abhaken. Und ich hoffe, das wird Julia Görges auch tun. Die kassiert 31.500 australische Dollar für das Erreichen dieser Runde. Und wir schauen mal. Wozniacki jetzt in der nächsten Runde gegen die Siegerin Pironkova. Pia. Da sehen Sie es, 35 Fehler, das ist hart.